B1.2. Punkte an mit x minus 0,5 x plus 1 auf der geraden g und Punkte bn x 0,1 x Quadrat minus x minus 2 auf der Parabel p haben dieselbe Abszisse x und sind zusammen mit Punkten cn und dn Eckpunkte von Trapezen 1bn cn dn. Es gilt, 1bn ist parallel zu cn dn. Der Pfeil 1dn hat die Koordinaten 2, 1 und cn dn ist 5 Längeneinheiten lang. Zeichnen Sie die Trapeze 1, B1, C1, D1 für x gleich minus 1 und A2, B2, C2, D2 für x gleich 4 in das Koordinatensystem zu B1.1 ein. So, viel Text, wenig muss man eigentlich machen. Folgendes, wir haben die Punkte A, die auf der Geraden liegen, und die Punkte B, die auf der Parabel liegen. Zusätzlich soll es ein Trapez werden, steht hier geschrieben. Und wir brauchen ein paar Zusatzinformationen, nämlich beim Trapez sind zwei Seiten parallel zueinander. Das steht hier in der Angabe, AB ist parallel zu CD. Und was wir auch noch wissen ist, von Punkt A aus können wir den Punkt D immer einzeichnen, weil wir den Pfeil AD kennen. 2, 1, also 2 nach rechts und 1 nach oben, ist jeweils immer der zusätzliche Punkt D zu finden. Und zusätzlich wissen wir noch, die Strecke CD ist immer 5 Längeneinheiten lang. So, das ist auch schon alles, was wir brauchen, um die Trapeze zu zeichnen. Die Angabe haben wir jetzt hier. Einmal soll für x gleich minus 1 gezeichnet werden. Das mache ich jetzt mit der Farbe blau. Das geht ganz einfach. Ich nehme mein Lineal und suche mir den Punkt heraus, wo x gleich minus 1 ist. Der ist hier zu finden. Dann zeichne ich von der Geraden bis zur Parabel im Prinzip. Und jetzt weiß ich, Punkt A ist auf der Geraden, also ist der A hier oben zu finden. Und Punkt B ist auf der Parabel, der ist also hier unten zu finden. So, jetzt brauche ich natürlich noch C und D. Der D ist wie gesagt einfach, weil ich den Pfeil AD kenne. Pfeil AD heißt 2, 1, das heißt 2 nach rechts und 1 nach oben. Also liegt der Punkt D hier. Ich mache so meine Hilfslinie wieder raus. Und zeichne nur den Punkt D ein. So. Hier mein Punkt D1. Und jetzt brauche ich noch meinen Punkt C1. Den kriege ich jetzt aus der Information hier. Die Länge der Strecke CD ist 5 Längeneinheiten lang und zusätzlich parallel zu AB. Also kann ich mein Lineal wieder so anlegen. Und jetzt muss ich halt nur 5 Längeneinheiten nach unten messen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist hier mein Punkt C1 zu finden. Noch schnell B und C verbinden. Und dann habe ich auch schon das erste Trapez geschafft. Das zweite Trapez geht im Prinzip genauso. Ich nehme jetzt eine andere Farbe. Nehme ich mal grün dafür. Hier steht jetzt für x gleich 4. Sollen wir das zweite Trapez zeichnen? Also wieder gleiches Spiel. Ich suche mir, wo ist x gleich 4. Das ist hier zu finden. Dann wieder zwischen Gerade und Parabel. Ja, ich mache ihn ein bisschen dünner. So. Oben liegt wieder mein Punkt A, unten liegt mein Punkt B. Ich weiß wieder, mein Punkt D kriege ich über den Pfeil 2, 1. Das heißt also 2 nach rechts und 1 nach, doch 1 nach oben. Ja. Lande ich also hier. Dann Lineal wieder her, verbinden, so, und jetzt wieder 5 nach unten, weil die Strecke CD 5 Längeneinheiten lang ist. Und dann noch die letzten Eckpunkte verbinden. So, dann haben wir den C2 ist es, und oben den D2. Und damit sind die Zeichnungen auch schon fertig.